aus Holland nicht mit dem Defender zurückfahren, aber dazu später mehr. Es ist schon auf jeden Fall anders als mit dem Van. Wir sind Sophia und Damian und bauen momentan einen Land Rover Defender zu einem Offroad-Camper aus. Okay, einen Moment. Zuerst muss der Gute restauriert werden, bevor er ausgebaut werden kann. Die letzten Jahre haben wir schon einiges mit euch zusammen erlebt. Ein Hausbau, eine Hochzeit, einen Van-Ausbau und nun geht es weiter mit den wilden Abenteuern. In Zukunft eine Weltreise mit unserem Defender? Klingt gut, oder? Und damit willkommen zu unserem wöchentlichen Vlog. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Sophia vermüllt mir gerade den Arsch. Ich liebe das, auf den Popo zu hauen von dir. Tut mir leid. Ich liebe es, auf deinen Popo zu hauen. Ja. Bei uns ist gerade etwas Hektik, denn es geht tatsächlich mit dem Defender los. Wir haben gestern noch die Arbeitsplatte eingebaut, gell? Wassersetup fertig gemacht, alles sehr provisorisch fertiggestellt, sodass wir tatsächlich auch campen können. Wir werden mit unserem Defender in Holland campen. Den ersten kleinen Campingtrip haben. Das Ding ist, ich habe auch einen Campingplatz für heute reserviert und ich habe ein bisschen Angst, dass wir nicht mehr einchecken können. Aber so, sorry, ich habe eben gerade richtig Puls. Wir sind auch noch verdammt langsam beim Fahren und deswegen packen wir jetzt soweit Lebensmittel ein. Also das haben wir dabei. Wir haben mein komplettes Fahrrad-Equipment dabei, denn ich werde tatsächlich am Ende aus Holland nicht mit dem Defender zurückfahren. Aber dazu später mehr. Dankeschön. Bitteschön. Was ist mit Chaos hier? Bitte. Boah, und hier ist unser Wassersystem. Da geht auch schon Wasser raus aus dem Hahn. Wisst ihr, was Damian ist? Stresst? Nee, da ist so jemand, der geht auch noch Pflanzen gießen, wenn wir eigentlich los müssen. Alles haben sie gepackt? Gib ihm mal. Und es kann losgehen. Wir haben soweit alles im Fahrzeug drin in unserem Defender. Haben hoffentlich nichts vergessen und machen uns jetzt auf den Weg. Ungefähr 5 Stunden dauert's. Dann sind wir da, haben dort einen Campingplatz reserviert und hoffen, dass wir uns noch reinlassen, weil wir schon echt spät sind. Los geht's! Wir sind auf Tour! Oh, ich hätte gerade ausfahren sollen. Ein paar Kilometer haben wir geschafft, 2 Stunden sind wir unterwegs, ungefähr 2 haben wir noch vor uns. Und was wir immer regelmäßig machen ist, dass wir checken, ob Wasser, Öl, oh, den habe ich auch schon gesucht, das ist mal, den ich gefunden habe, den habe ich gesucht. Das ist Isolierband, weil ich letztens mit dem Kabel was korrigiert habe. Genau, wir checken einfach mal nach Flüssigkeiten, weil es für so einem älteren Fahrzeug ja doch schon mal vorkommen kann, dass er zum Beispiel Wasser, ein bisschen Wasser verbraucht oder so. Angekommen auf dem Campingplatz und wir haben eigentlich ein ganz schönes Plätzchen. So ein bisschen alleine hier, da sind zwei Eichenprozessionsspinnen. Einen Moment, alleine. In der Ecke. Ansichtssache, alleine in der Ecke. Hast du recht. Aber wir wollten eigentlich vor zu einem anderen Campingplatz, den wir auch kannten. Der ist echt super schön, aber der ist schon ausgebucht. Okay, wer kommt doch auf die Idee, heute Morgen zu buchen, beziehungsweise heute Mittag? Das ist das Problem. Sieht jetzt so gemütlich aus und so einfach, ist gar nicht so einfach, das hier alles aufzubauen. Aber es ist schon sehr cozy und sehr gemütlich. Wir haben jetzt auch gar keine richtige Bettdecke mit dabei, sondern hier so eine kleinere, die man so zusammenfalten kann. Haben wir empfohlen bekommen und wir testen sie jetzt mal. Wir haben eigentlich 2 später dann für die Panamericana und das müsste dann gut funktionieren. Wie ihr seht, Defender grün. Aber ich find's voll schön. Da ist mir fast schon traurig, dass ich nur 2 Nächte hier bin. Und da mein ganze 4 hier übernachten wird. Ich bin ein bisschen länger da. Dafür hast du dann einen Roadtrip zurück. Ja, das stimmt. Toll. Obwohl ich einen größeren Roadtrip habe. Das ist so schön. Es ist so schön. Oh, ist wir werden natürlich übrigens nicht so rumschlafen. Also das ist wirklich eher so
Daybed-mäßig, ja, würde ich sagen. Also wenn man tagsüber halt Bock hat. Guten Morgen. Guten Morgen. Kannst du mir verraten, wo die Kissen sind? Ich muss noch lernen, dass wenn man die zu weit dahin tut, dass sie runterfallen. Zum Glück ist es erst halt morgen passiert. Nachts. Ich bin eh schon zweimal aufgestanden, weil ich auf Toilette musste. Und der arme Dame, man muss klettern. Und ich muss sonst nie nachts auf Toilette. Passiert. Aber sonst war die Nacht echt sehr schön. Es ist viel bequemer, als man denkt. Und die Aussicht und alles. Oh, ich hab das so genossen, die Nacht. Nur eins für mich. Marc-Sophia hat mich so genervt, die Nacht. In ihrer Toilette-Kircherei. Ansonsten wäre die Nacht für mich einfach, ja, fast schon perfekt gewesen. So gemütlich. Auch mit dem Lattenrost und die Matratze. Das war so eine gute Idee. Und auch überhaupt nicht warm, weil das so luftig ist hier oben. Es ist schon anders als in Tufelino schlafen. Es hat schon richtig Zeltcharakter. Also man hat nicht das Gefühl, dass man in seinen vier Wänden ist, sondern in so einem Zelt. Was auch richtig schön ist. Es hat so richtig Camper-Feeling. Das ist echt ganz anders. Es ist komplett anders. Und jetzt nehme ich mein Brötchen mobil und ich gehe Brötchen kaufen. Aufgebaut, Stühle aufgebaut, Jackery aufgebaut. Nein, die ist nicht connected. Aber sonst? Weil die passt nicht. Nein. Den ersten Morgen haben wir gewuppt, wir haben gerade gefrühstückt. Es ist schon auf jeden Fall anders als mit dem Van. Das fällt uns auf jeden Fall auf. Es ist viel, viel aufwendiger. Ja, das war ein geiler, noch aufwendiger. Ja. War das irgendwann geil? Es war ein richtig cooler Move. Danke. So langsam bin ich auch selbstbewusst, weil am Anfang wie so, mein Gott, Damian, wie komme ich vom Bett runter, hilf mir. Und man merkt schon, wie man wächst an diesen einzelnen Aufgaben. Ja. Aber Nagel habe ich mir trotzdem abgebrochen. Es war auch echt dumm. Also mit langen Nägeln würde ich später halt auf jeden Fall auch nicht campen gehen, weil es ist doch alles ein bisschen ruppiger und sowas. Ja. Ist auch in Ordnung. Das sind die Learnings. Deswegen machen wir ja diese Probetour, damit wir all diese Dinge lernen. Dann machen wir noch eine größere Probetour. Und irgendwann können wir nach Südamerika. Dann darf man uns nach Südamerika lassen. Angekommen in Castricum an See. Das sind ungefähr so 950 Meter laut Campingplatz. Von dort bis hierher. Bei der Sonne aber schon kommt es ein bisschen länger vor. Falls ihr also Fahrräder habt, ist es wahrscheinlich ein bisschen empfehlenswerter. Ja, ich würde aber sagen, wir gehen noch ein bisschen ans Wasser und danach setzen wir uns da ins Käffchen, weil es sieht schon echt richtig, richtig gut aus. Ich habe so einen leckeren Cappuccino mit Hafermilch. Der hat so einen super leckeren Keks. Und wir haben eigentlich amerikanischen Cheesecake bestellt, wir haben italienischen Cheesecake bestellt, bekommen. Wir haben dann gefragt, was der Unterschied ist. Das wussten die nicht, gell? Schmeckt auch geil. Einen schönen guten Morgen. Ich bin jetzt tatsächlich allein unterwegs. Sophia ist nicht mehr mit dabei. Und an dem Punkt wird es auch Zeit, dass ich euch aufkläre, was denn hier so in den letzten Tagen los war, beziehungsweise aktuell los ist und auch in den nächsten Tagen los sein wird. Und der Anlass, warum wir überhaupt nach Holland gefahren sind, ist ein Event, wo Sophia aktuell ist. Es ist ein mega cooles Event von Rituals. Ich habe ein paar Einblicke schon bekommen. Es ist echt mega krass. Es hat viel mit Wellbeing zu tun und es gibt coole Workshops. Da kann euch Sophia bestimmt auch noch mehr zu erzählen. Das Ganze haben wir also verknüpft mit der Tour. Ich habe es auch noch verknüpft, um mein Fahrrad mitzunehmen. Denn tatsächlich werde ich am Montag nicht mit Sophia heimfahren. Sie wird den Roadtrip zurück alleine machen. Und ich werde das Fahrrad nehmen. Ich habe soweit mein ganzes Equipment dabei. Zelt, Isomatte, alles was ich brauche. Und werde nächsten, ich denke mal so um die 5 Tage, werde ich dann zurück nach Frankfurt fahren. Das sind 550 Kilometer.
bin gespannt. Ich habe so eine Tour noch nie gemacht. Ich bin kompletter Neuling beim Thema Bikepacking. Ich habe sogar noch nicht mal das Zelt ausprobiert und gar nichts original verpackt. Das sollte ich vielleicht davor nochmal machen. Freue mich aber übertrieben darauf, die Erfahrung zu machen. Einfach auch die Erfahrung für meine große Tour, die ich noch vorhabe, über den Gotthard. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und ja, mal gucken. Es kann ja nichts schief gehen. Also man kann ja nur lernen von. Und da habe ich mega, mega Bock drauf. Leider ist der aktuelle Campingplatz im Vergleich zu dem vorherigen nicht ganz so schön. Es wirkt sehr lieblos und der Platz ist sehr voll. Dafür habe ich direkt neben dem Platz eine Trinkwasserstelle und die Nachbarn sind super lieb. Umso schöner ist die Lage. Emuiden ist umgeben von Dünen und Naturschutzgebieten. Die Wege zum Fahrradfahren ein Traum. Wenn ich gerade nicht am Arbeiten bin, nutze ich jede Minute, um draußen unterwegs zu sein. Die Fahrradwege sind einfach perfekt und die Natur spektakulär. Neuer Tag, neuer Ort. Ich bin weg vom Campingplatz, denn heute ist Sonntag und heute werde ich Sophie abholen. Bedeutet aber auch, dass heute der letzte Tag vor meiner Abfahrt mit dem Fahrrad ist. Deswegen habe ich mir hier mein gemütliches Plätzchen gesucht, um einfach mal mein ganzes Fahrradequipment hier auszulegen und auch mal alles richtig zu packen. Zudem wollte ich mal das Zelt probeweise aufbauen, weil Zelte sind ja immer so ein bisschen tricky zum Aufbauen. Deswegen war es mir nochmal ganz, ganz wichtig, dass ich das genau verstehe. Okay, es war jetzt am Ende doch einfacher als gedacht. Das ist echt mega, mega schlau zusammengestelltes Zelt. Es ist super kompakt. Das passt alles hier in diese Tüte rein. Es ist ein Ein-Personen-Zelt mit einem Vorzelt, dass man hier seitlich dann noch den Rucksack oder die Wertsachen reinlegen kann. Richtig, richtig geiles Teil. Hier habe ich dann noch meine Isomatte. Das ist eine zum Aufblasen. Und das allergrößte Paket ist tatsächlich mein Schlafsack. Der ist ein bisschen überdimensioniert. Das ist das Riesending. Also größer als mein Zelt und meine Isomatte zusammen. Einfach aus dem Grund, weil der Schlafsack bis minus 5 Grad geeignet ist. Ich habe gerade die Nachricht von Sophia bekommen. Die ist, die haben spontan so cool. Ganz witzig, weil die hatten gar keinen Plan, was insgesamt passiert. Die sind auf dem Segelboot, Sophia auf dem Segelboot. Sie ist ja eher empfindlich, was das Bootsfahren angeht. Ich bin gespannt, was sie berichten wird. Wir wieder vereint. Sophia ist wieder mit am Start. Ich hoffe, ich habe euch die letzten 10 Minuten oder 5 Minuten alleine gut unterhalten. Was Damian geblockt hat, ich sag euch. Schöne Sache, du wirst dich freuen. Ich werde mich freuen, ich bin gespannt. Du wirst den Vlog auch gucken und denken, boah, so was ein schöner ich mir Vlog. Für einen harmer Mann gehalten. Ja, und einen dicken fetten Schmatzer auf die unrasierte Backe. Ja, du hast dich nicht rasiert. Ich muss mich rasieren. Wir hatten uns so viel zu erzählen, dass wir ganz vergessen hatten zu vloggen und Sophia nicht mehr erzählen konnte, wie es so war. Ich fasse kurz zusammen. Das Event von Rituals war mega. Am nächsten Morgen ging dann bei stürmischen Bedingungen die Vorbereitung für meine Probetour los. Alle Taschen haben wir gemeinsam an das Fahrrad befestigt und ich habe mich regenfest gekleidet. Das Wetter sieht leider nicht ganz so gut aus. Bin super aufgeregt und freue mich auf die Tour. Gleichzeitig weiß ich auch, dass ich Sophia mega vermissen werde und sie mich auch. Angekommen, wieder zurück in, ich bin jetzt bei meiner Tante mittlerweile, keine Ahnung, mal gleich mal gucken, vielleicht ist es von den Nachbarn rüber. Hier ist meine Mama eben gerade, meine Tante ist auch noch da, aber die ist nicht so gerne auf Videos drauf. Vielleicht seht ihr sie im nächsten Vlog noch ein bisschen mehr, weil Damian ist jetzt noch mit dem Fahrrad unterwegs, ich fahre dann mit dir zu dir in die Schweiz. Ah, oh, wie schön. Wie schön. Auf jeden Fall verlinken wir euch hier das letzte Video, hier unten könnt ihr den Kanal gerne abonnieren und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und bis bald. Tschüss. Tschüss.